Ja, vier Vorerkrankungen sorgen für 2/3 des schweren Covid-Verlaufs oder von schweren Covid-Verläufen. So ein Bericht auf scienceorf.at, dem österreichischen Staatsfernsehen. Ja, meine Lieben, das ist ja nun mal eine Hausnummer, was es damit auf sich hat, welche Krankheiten hier betroffen sind und vor allem auch, warum diese Krankheiten für so schwere Verläufe sorgen, erfährst du, wie du weißt, natürlich wie immer nach dem Intro. Ja, meine Lieben, hier bin ich wieder, euer Geo von GeoLeben TV bzw. bewusst gesund bei Geo. Ein Team der Tufts University hat eben eine Studie rausgebracht und diese hat eben über 900.000 Krankheitsaufenthalte in Amerika untersucht, welche bis Ende November 2020 eben auf Covid-19 zurückzuführen waren. Und das Ergebnis hier ist, würde ich einmal sagen, wenn für mich auch nicht wirklich, überraschend, jedoch sehr, sehr eindeutig. Demnach zufolge sind, wie eingangs schon erwähnt, 2/3 der folgenden Krankheiten für schwere Covid-Verläufe maßgebend. Ja, liebe Leute, das ist doch unglaublich, doch lüften wir doch das Geheimnis, um welche Vorerkrankungen es sich hier handelt. Da wären wir doch gleich mal bei, na, auf was tippst du jetzt? Schnell in die Kommentare, also der erste Grund bzw. die erste Ursache. Schreibt mir doch schnell, was glaubt ihr, was ist so mal der vorwiegend größte Grund, eben für schwere Verläufe bei Covid hinein tipseln. Ja, ihr werdet es kaum glauben, jedoch ist die erste und die häufigste Vorerkrankung das Übergewicht, Adipositas, Fettleibigkeit oder wie auch immer man dazu sagen möchte. Ja, die Fettleibigkeit ist es, und ich sage das nicht mit einer bestimmten Genugtuung, nur weil ich es geschafft habe, in den letzten 3 Monaten fast 20 Kilogramm abzunehmen, sondern eben deswegen, weil hier eben auch aufgezeigt wird, dass es einfach seine Gründe hat, warum bei manchen Corona eben so schwierig verläuft und bei den meisten Gott sei Dank jedoch auch nicht. Warum ist nun Fettleibigkeit besonders problematisch im Falle Corona bezüglich eben lebensbedrohlicher Verläufe? Es ist mir einfach auch wichtig, das aufzuzeigen, weil wir sonst gerade auch wieder nur beim Narrativ Fettleibigkeit, na klar, da muss man ja krank werden, wenn man so dick ist, einfach da hängen bleiben und sich wieder nur Widerstand von seitens der besser Beleibten, sage ich mal, regen würde, und das möchte ich gerne verhindern, sondern hier einfach auch Möglichkeiten von Lösungen aufzeigen. Ja, die Ursachen bei Fettleibigkeit und kritischem Corona-Verlauf sind wie folgt. Und zwar hier ist bei Fettleibigkeit ist das Transmembranenzym ACE2, ja, das eben Covid-2 für den Zelleintritt verwendet, bei Menschen mit Adipositas in größeren Mengen vorhanden. Das heißt also, der Virus kommt bei fettleibigen Menschen einfach wesentlich leichter in die Zelle hinein. Ob hier nun einfach mehr ACE2 in den einzelnen Fettzellen eben gebildet wird oder einfach die größere Menge an Fettzellen überhaupt verantwortlich ist für die größere Expression dieses Transporterenzyms ACE2, ist bis dato noch nicht geklärt, was ich es aber auch nicht für ganz so wichtig halte. Fakt ist, dass sich Covid es sich mal in der Fettzelle einfach gemütlich machen kann, weil es eben hier leichter hineinkommt und sich dann auch in Ruhe aussuchen kann, welche Organe es in weiterer Folge befallen könnte. Ja, ein weiterer wichtiger, triftiger Grund ist, dass die Immunabwehr bei Fettleibigkeit schon geschwächt ist, wie das der Influenza-Virus schon auch gezeigt hat. Was zu einer geschwächten Wirtsabwehr natürlich auch führen kann und einer höheren Wahrscheinlichkeit eines sogenannten Zytokinsturms durch Covid-19 führen kann. Merke, Zytokine sind eine inhomogene Gruppe von regulatorischen Proteinen, die der Signalübertragung zwischen Zellen dienen und ihre Proliferation und Differenzierung steuern.
Das Problem ist nur, dass die Zytokine eben sehr inhomogen sind und ganz leicht auf das Tausendfache ansteigen können und so für ein kräftiges Durcheinander sorgen, das lebensbedrohlich sein kann. Ja, meine Lieben, das ist auf jeden Fall nicht ohne. Und schließlich verringert Fettleibigkeit die Lungenfunktion durch größeren Widerstand in den Atemwegen. Na, wenn da mehr draufdrückt, wird es natürlich auch schwieriger und größere Schwierigkeiten bei der Erweiterung eben der Lunge. Dadurch wird es auch schwierig, die Sauerstoffsättigung, wenn notwendig, generell eben mit Hilfe zu verbessern. Ja, meine lieben Zuseher, so wie es aussieht, müssten wir eigentlich auch von einer Fettleibigkeitspandemie sprechen, denn nahezu sind 2 Milliarden Menschen weltweit von Fettleibigkeit betroffen und das ist mehr als ein Viertel der Menschen eben weltweit. In Amerika und Großbritannien, wo vieles ja seinen Anfang nimmt, vor allem in den USA, sind es mittlerweile 65-70% von Fettleibigkeit Betroffene, die mit schwerem Covid-Verlauf einfach zu kämpfen haben. Halleluja kann man da ja nur sagen, jetzt nicht aus Schadenfreude, sondern eher aus schwerer Betroffenheit heraus. Ja, die weiteren Vorerkrankungen, welche schwere Covid-Verläufe begünstigen, sind dann unter anderem eben Bluthochdruck, das ist auch Diabetes und eben Herzinsuffizienz, also Herzschwäche. Und dass zwischen diesen Krankheiten und eben auch Fettleibigkeit auch eine Korrelation bzw. sicher auch Kausalitäten bestehen, das ist auch kein Geheimnis. Das heißt, Diabetes 2 hängt natürlich auch mit schlechter, zuckerhaltiger, mit zu viel Salz, also vor allem dem falschen Salz, Kochsalz, sprich Natriumchlorid und eben auch gesättigten Fettsäuren zusammen. Ja? Bluthochdruck hat natürlich auch mit dieser schlechten Ernährung und der Folge von Fettleibigkeit sehr, sehr oft zu tun. Und da ja eben auch Bluthochdruck auch ein Zeichen von verklumpten Blutplättchen sein kann und Covid-19 das ja eben auch hier noch verstärken kann anscheinend, ist hier nachvollziehbar, dass Bluthochdruck keine gute Voraussetzung für einen leichten Covid-Verlauf eben bedeutet. Und eben auch im Falle von Herzinsuffizienz, also wenn das Herzsaal nicht mehr ganz so gut funktioniert, sind eben auch US-Forscher um den Kardiologen Dr. Scott D. Salomon vom Brigham and Women's Hospital Boston in ihrer Auswertung von Daten aus einer großen US-Gesundheitsdatenbank zum Ergebnis gekommen, dass eben die Sterblichkeit von Menschen mit Herzschwäche und Covid-Infizierung und notwendiger Hospitalisierung die Sterblichkeit um sage und schreibe 25%, also ein Viertel, erhöht. Ja, meine lieben Zuseher, das sollte verdeutlichen, dass schwere Covid-Verläufe in vielen Fällen leicht nachvollziehbare Ursachen haben und die in vielen Fällen eben verhindert werden könnten. Das ist eben auch hier mein Ansinnen, nicht nur mit dem Zeigefinger hier einfach aufmerksam zu machen, sondern auch klar zu sagen, hallo, hier kann man, hier kannst du, hier kann jeder etwas verändern, indem er einfach seine Ernährung, seine Gewohnheiten, seine Bewegungsgewohnheiten, eben auch den Stress reduziert, hier einfach angeht und verändert, weil dann klar, ja, wenn ich meine Ernährung verändere, reduziere ich mein Gewicht, wenn ich meine Bewegung verändere, reduziere ich mein Gewicht und natürlich auch die Möglichkeiten, dass wesentlich bessere, gesündere Makro- und Mikronährstoffe für den Körper, für das Immunsystem und für alle anderen Möglichkeiten im Organismus hier einfach besser und besser werden. Ja, ein kleiner Tipp schon vorweg. Ich nehme ja, wie ihr wisst, seit Jahren OPC. Ja, ich nehme seit Jahren OPC und es ist erwiesen, dass eben OPC das Blut entklumpt, also leichter fließen kann, dass es, wie man eben auch so sagt, dünner wird, um eben wesentlich leichter zu fließen, sowie eines der stärksten Antioxidantien ist. Und wer sich damit schon mal befasst hat oder es in seinen Nahrungsergänzungen ein oder in seinem Nahrungsergänzungsplan einbaut, dem wäre schon mal ziemlich geholfen, hier auch mal zu sagen, hier nehme ich OPC, ich halte jetzt das andere, weil das ist leider im Augenblick nicht
verfügbar. Wer das einfach auch mal einbaut. Mir persönlich hilft OPC und da erzähle ich keinen Blödsinn, das wissen alle meine Zuseher seit Jahren, bringt es einfach unglaubliche Dienste. Ich merke, sollte ich mal ein, zwei Tage drauf vergessen, was ganz, ganz, ganz selten vorkommt, ja, dann merke ich das. Und ich habe großes Vertrauen darauf, dass es mir auch über diese Krise sehr, sehr gut hinweg geholfen hat bisher. Ich habe eine meiner besten Zeiten körperlich gesehen jetzt wieder in den letzten Monaten, auch dank einer Nahrungsumstellung, wie einige von euch wissen, aber mit Sicherheit auch durch OPC und noch ein paar anderen Nahrungsergänzungen, auf die ich in einem weiteren Video eingehen werde, die aus meiner Sicht für mich und mit Sicherheit auch für viele andere unglaublich wichtig wären. Ja, in dem Sinne, schaut auch meine Homepage. Hier sind einige Verlinkungen zu OPC bzw. auch MPC. Ja. Das ist so ein bisschen die bessere Variante von OPC, sage ich jetzt einfach mal. Aber schaut auch auf meiner Homepage diesbezüglich um. Ihr werdet hier alles finden, was das Herz begehrt, also was wichtig ist, was ich für wichtig empfinde. Und ansonsten lasst mir einen, zwei Daumen hoch da, schreibt mir eure Meinung in die Kommentare, ihr wisst es eh. Und in dem Sinne, wir sehen uns beim nächsten Video. Wie gesagt, ich habe euch lieb. Wir sehen uns bald. Baba, ciao, tschüss und euer Gio. Bleibt mir gesund oder wenn ihr es noch nicht seid, werdet es. Auf jeden Fall selbstverantwortlich und selbstermächtigt. Baba, ciao, tschüss und Servus.